Hey und wen Sonntag, herzlich willkommen zurück bei Compact Physics, Alex hier. Besonders an heißen Sommertagen sammeln Bienen Wasser, um den Stock zu kühlen. Und dabei fallen sie manchmal bäuchlings ins Gewässer und sobald die Flügel nass werden, dann können die Tiere nicht mehr fliegen. Wie die Forscher vom California Institute of Technology aber draufgekommen sind, nutzen ihnen gerade diese nassen Flügel für etwas ganz was anderes. Tatsächlich nutzen sie ihre benetzten Flügel bewusst als Hydrofoils, um damit zu schwimmen. Und wie sie das mit Hilfe grundlegender Physik schaffen, das schauen wir uns an. Am besten mit Slow-Motion-Aufnahmen und am besten nach dem Intro. Also gut, gehen wir es an und schauen gemeinsam in dieses Paper hinein. Honeybees use their wings for water surface locomotion. So heißt es und es behandelt im Wesentlichen die Frage, wie Bienen tatsächlich in Wasser schwimmen können. Dafür würden Bienen, so wie wir es jetzt hier sehr schön sehen können, bewusst in ein Wasserbecken abgelassen und deren Bewegungsmuster genau analysiert. Und hier fallen eben einige spannende Punkte bald auf. Bei der Abwärtsbewegung sind die Flügel leicht eingedreht, bei der Aufwärtsbewegung leicht ausgedreht. Das Wasser, das klebt dank der großen Benetzbarkeit förmlich auf der Unterseite des Flügels fest und die Flügeloberseite, die bleibt immer trocken. Durch ihren recht großen Körperauftrieb können eben die Bienen durch kleine Flügelschläge Wellen erzeugen und diese Wellen müssen wir uns jetzt mal genauer anschauen. Die Hubamplituden, die tendieren dazu abzunehmen, wenn die Flügelschlagfrequenz zunimmt. Zoomen wir jetzt an einen dieser Flügelschläge heran, so können wir einzelne Wasserbewegungen genauer analysieren und berechnen. Und mittels Software wurde jetzt eine Wassergeschwindigkeitsanalyse direkt unterhalb des Flügels angesetzt. So sieht das dann aus. Das ist bilateral symmetrisch, aber trotzdem asymmetrisch nach vorne gerichtet. Bedeutet, dass eine Welle mit großer Amplitude sich auf der Rückseite der Biene bildet. Die Vorderseite der Biene fehlt diese Welle und somit drückt das Ganze, bildlich gesprochen, durch Momentum Conversation die Biene vorwärts. Das können wir im Wesentlichen auch hier sehen. Die Geschwindigkeit und die Beschleunigung der Biene, die fluktuieren mit den Flügelschlägen. Insgesamt kommt die Biene aber trotzdem immer nach vorwärts. Warum schwimmt jetzt eine Biene? Nun, sie nutzt im Wesentlichen Momentum Conservation und dem Faktum aus, dass Wasser eben doch schwerer als Luft ist. Nichtsdestotrotz biologisch sehr interessant, 2 bis 5 Minuten schafft die Biene das im Schnitt durchzuhalten. Diese recht anstrengende Fortbewegungsform auf der Wasseroberfläche würde bedeuten, 5 bis maximal 10 Meter tatsächlich auf der Wasseroberfläche zu schwimmen. Und das reicht meistens doch aus, um wieder ans sichere Ufer zu gelangen. Physikalisch ist das interessant, weil wir wieder mal das Faktum haben, dass Robotik sich sehr nah an der Natur orientiert. Haben wir jetzt einen Roboter, der sich mit einem ähnlichen Flügelschlagmuster wie die Biene fortbewegt, können wir dieselbe Art und Weise nutzen, um uns tatsächlich auf der Oberfläche fortzubewegen. Und das können wir erst dann machen, wenn wir diese Analyse genau verstanden haben. Da geht es wirklich um einen gewissen Flügelwinkel, Flügelschlagfrequenz und so weiter. Wir haben es ja gerade eben gesehen und sind wir uns einig, es ist nicht nur biologisch und physikalisch interessant, die Slow-Motion-Aufnahmen, die schauen ziemlich cool aus. Was meint ihr? Einfach unten in die Kommentare. Nichtsdestotrotz, ich wünsche euch einen restlichen schönen Sonntag, falls es euch gefallen hat. Einfach nächste Woche wieder vorbeischauen. Nächste Woche, selber Ort, selbe Uhrzeit. Nächster Upload von mir. Bis dahin, stay compact.